Marine war mein Traum, weil ich wollte einen abwechslungsreichen Beruf haben und rauskommen. Ich habe Fernweh, komme persönlich aus Hessen und wollte halt raus auf See, die Ferne blicken. Und wenn ich jetzt hier stehe und mich umdrehe, dann sehe ich halt genau das, was ich sehen wollte. Und ja, dann bin ich sehr, sehr froh im Nachhinein hier gewesen zu sein. Natürlich lebe ich meinen Traum. Ich meine, ich finde, ich habe es geschafft. Ich kann hier Offiziersanwärter werden. Ich werde jetzt ausgebildet. Ich darf jetzt zum Beispiel das Praktikum auf dem EGV Bonn machen und hier erleben, wie das überhaupt ist, zur See zu fahren. Und ich kann schon sagen, dass es eine gute Erfahrung ist. Wir sind hier im Einsatz Ausbildungsverband, das heißt, die Offiziersanwärter sind hier eingeschifft auf dem Einsatzgruppenversorger Bonn und durchlaufen alle Hauptabschnitte, um halt die Abläufe an Bord eines Kriegsschiffes dargestellt zu bekommen. Wir waren vorher einen Monat auf der Golf Fock gewesen und dort haben wir halt das seemännische Handwerk gelernt und hier lernen wir das, woraus es später als Offizier ankommt in den einzelnen Hauptabschnitten. Die UAs sind eigentlich mit dem ersten Tag an sehr pflegeleicht und sehr verzugslos integriert worden und haben sich auch sehr offen gezeigt. Und man merkt da eigentlich keinen großen Einschnitt und sind in die Hauptabschnitte, in die Bereiche verteilt worden und haben da sehr verzugslos relativ schnell ihre Aufgaben verstanden. Mein persönlicher Favorit war die Brücke, da man von da oben alles überblicken kann. Man kann am Ruder, also die 20 Tonnen hier steuern, 20.000 Tonnen. Und man sieht, wo man ist, wo man hinfährt. Und die Brücke ist quasi das Instrument auf dem Schiff, wo alle Informationen zusammenlaufen. Also vom Autofahren kann man das nur vom Steuerrad, sage ich mal, vergleiche. Man hat halt ein Steuerrad in der Hand, aber ein Schiff reagiert unnormal, also nicht so wie ein Auto, sondern der Kurs schwankt nach rechts, nach links. Also wenn man beim Auto das Steuer legt, dann fährt man in eine Richtung, beim Schiff ist das nicht so. Der schwankt nach rechts, nach links, das muss man immer wieder ausgleichen. Das macht schon sehr viel Spaß, wenn man so früh schon die Verantwortung hat, ein Schiff zu steuern. Das macht Spaß, ja. Ich war vorher auf dem Miniakboot gewesen, das ist alles sehr viel kleiner und ich hätte mir nicht vorgestellt, dass auf so einer großen Einheit halt es doch recht familiär zugeht. Also es war sehr überraschend gewesen. Ich möchte erstmal meinen Offizierslehrgang erfolgreich beenden und mein Studium erfolgreich beenden. Was mir jedoch wichtig ist, dass ich ein guter Vorgesetzter bin, dass ich meinen Kameraden beweisen kann, dass auch eine Frau das Zeug hat, ein Vorgesetzter zu sein und sich durchzusetzen.